Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge PC Building Simulator. In der letzten wundervollen Folge haben wir an diese 350 Watt eine Zahl der 89 Ti angeschlossen. Auf zum nächsten Rechner. Den wir auch erstmal sauber machen dürfen. Warum lassen die Leute ihren PC irgendwo rum? Sieht aus wie Kacke sowas. Das ist, glaube ich, die RX560. Wird sauber los. So. Dann raus mit dem Ding. Und rein mit der 89T. Ich muss mir jetzt auch bald wieder einen neuen PC bauen. Da, woran ich gerade zock, ist doch schon ein bisschen älter. Dazu wird natürlich auch ein Video kommen, der Real-Life-Building, PC-Building-Simulator. Gut, dass wir die Dinger nicht testen müssen. Da sind einfach 350 Watt-Netzteile drin. Boah. Und da noch eine CPU-Aufrüstung. Stimmt, das war der Ryzen 5 auf Ryzen 5. 1400er zu 1500er, was irgendwie keinen Sinn macht meiner Meinung nach, aber das ist die stärkste CPU, die wir gerade haben. So, nein, das habe ich auch egal. Raus damit. So, Prozessor da, der rein. Prozessor Kühlung beziehungsweise halt erstmal Wärmeleitpaste. Dann unseren guten CPU-Lüfter. Der passt da gar nicht drauf. Macht der gerade drauf? Der war doch drauf. Okay. Warum? Muss ich jetzt das Kabel anschließen? Ich kann ihn nicht draufsetzen. Hä? Arm 4. Ich kann ihn nicht installieren. Aber Hauptsache der Rechner läuft. Was zum Geier? Gut, du sagst, das ist fertig, ne? Das hat keiner gesehen. Ich will das jetzt auch nicht weiter erläutern. Was ist da los? Fehlende Teile, was fehlt denn? Na, jetzt sagt er, dass der CPU-Kühler fehlt, ne? Vielleicht lasst er mich jetzt draufsetzen. Ich konnte den gerade einfach nicht draufsetzen. Jetzt muss ich gleich das Spiel nochmal neu starten, aber. Prozessorkühler? Ich kann ihn. Okay. Ich nehme die CPU nochmal raus. Oh nein, ich habe den Fehler gefunden. Nein, ist das... Dieses... Okay. Mein Fehler, wundervoll. Drauf da. Aber ich bin an... Achso, halt, das ist doch immer noch besser. Dieses scheiß Kläppchen muss runter. Was hatte ich jetzt übersehen? Deswegen durfte ich ihn nicht zumachen. Wundervoll. So, jetzt kann ich ihn kassieren. Mein PC hat CPU-Upgrade bekommen und die haben mein Computer mit Kunststoffkabel schwarz ordentlich aufgemotzt. Nein, haben wir nicht. Aber gut, dass er sagt, wir hätten es. Ja, den müssen wir noch. Den können wir kassieren. Alles top. 5 Sterne. Den können wir noch kassieren. Alles top. 5 Sterne. So. Neue Teile. Ja, ja, ja. Dringend PC-Upgrade.
CPU aufrüsten, 6500. Ja gut, dann kommt da halt 6700 Kabel rein. Und ich habe ja schon... Ach, ich Idiot. Ich habe schon bestellt, ne? Ja. So, wir dann 6700. Was hat der für ein Budget? 400. Ja, dann. 6700K. Annehmen. Auf 8 GB. Wir haben drin ein DFL-Motiv 0R 4 GB. Noch nie von gehört, was das sein soll. Was? Ja, so der. Indien Valinco. Annehmen. Upgrade auf 60 GB. 2400 Silber T-Force. Auf 16, ne? Ja, dann ist der hier. Gut, annehmen. Auf dem Transportweg. Warenkorb. Jetzt kaufen. Bestellung trifft morgen ein. Dann lass es mal morgen werden. Tag beenden. Zur Arbeit. So, haben wir unser ganzes Zeug. Machen wir uns alles mal den hier fertig. Da passt. Ah, den fernnehmen. Ach, das ist noch offen. Gut. Dann haben wir hier einmal einen 1500X. Kläppchen runter. Wärmeleitpaste. Sein CPU-Kühler wieder drauf. Kabel davon anschließen. Sind die Gehäuselüfter nicht angeschlossen? Die Gehäuselüfter sind einfach nicht angeschlossen. Lustig. Ja. Seitenwand drauf. Und dann schaltet an die Möhre. Boah, die CPU kaputt. So, Upgrade auf 16 GB. Ah, das ist toll, Gehäuse. Ich hasse dieses Ding so sehr. So. Speicher. Ja, da. Rein da, Strom an, PC-Teile, Seitenwand. Alles rein. Und fertig. Upgrade. Auch wieder dieses Gehäuse. Oh, wo ist das? Cool. Mein anderes Gehäuse. Mini-ITX. Bist du ein ITX-Gehäuse? Ja. Shit. Das hat mich verarscht. Das Ding hat mich verarscht. Die falsche Seite. So ein links gedrehter Bild. Auch mal geil. So. Ja, ist MATX, okay. Dann war das hier auf die 8 GB. Mit einem guten DFL. Das ist echt Kingston-Sickle. Ne, egal. Ach, dann können wir, egal. Können wir gerade nicht anschalten. So. Machen wir zu die Bude. Anschließend Strom. Perfekt läuft. Und der letzte. Mal hinstellen. Toll. Lieblingsgehäuse. Das war von dem i5 6500, soweit ich glaube ich noch weiß. Auf einen i7. Das kabellose, der kleine Lüfterweg. CPU deinstallieren und neue CPU. Prozessorabdeckung schließen. Süßen kleinen Kühler wieder drauf.
Ja, so. Das Käbelchen wieder anschließen. Passt. Seitenwand drauf. Was ist auch schon? 9 Tage haben wir dafür Zeit. So. Da, als allererstes abkassieren. Kassieren 5 Sterne. Ups, was habe ich angenommen? Scheiße. HDD ersetzen. Ah, fuck. War eine 500 GB und eine 1 TB. Ich habe keine Ahnung, welche wir ersetzen sollen. Ich bestelle jetzt einfach beide. Klick drauf, wie groß. Bla bla bla. Das ist mir so egal, was ich hier gerade steht. Okay, ja. Eine 500 GB. Und was? Eine 1 TB noch drin, ne? Ja. Ist die Matoni billiger? 50 Euro. 50 Euro, fast gleich, okay. Dringend Upgrade. Das war der. Der ist fertig. Wunderbar. Sie haben mir neues RAM eingebaut. Und jetzt macht die Arbeit damit wieder richtig Spaß. Schön. Den können wir kassieren. Nach CPU-Erneuerung summt und brummt mein PC. Aber die Wärmeleitpaste fehlt. Hab ich ernsthaft gerade die Wärmeleitpaste vergessen? Ups. Schön. Scheiße. Ja, okay. HDD ersetzen. Noch eine 1 TB. Man darf ihn gleich 2 bestellen. Annehmen. Upgrade. PC kann Minecraft. Okay, dafür müssen wir ihn erstmal bestellen. Grafikkarte ersetzen. Eine RX 460 und PS4. Okay. Schauen wir uns, glaube ich, am besten in der nächsten Folge an. Das wird gerade ein bisschen arg viel auf einmal. Den würde ich erstmal annehmen. Und dann gucken wir, was wirklich kaputt ist. Bevor wir was bestellen davon. Das heißt, wir bestellen erstmal das hier. Das kommt morgen an. Passt. Ist unterwegs. Das lesen wir morgen. Wir wenden die Folge hiermit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.